Jo Leute, Siden hier am Start und willkommen zu einem weiteren Ersteindrucksvideo. Die neue Season hat begonnen, wir haben schon über den ein oder anderen Titel gesprochen und heute ist vermutlich der Hype-Titel der Season dran. Wir sprechen nämlich heute über Kaiju Number 8. Der ein oder andere hat da schon lange drauf gewartet und heute ist die erste Folge erschienen. Unter anderem heute auch etwas Spezielles am Start. Crunchyroll hat nämlich das allererste Mal einen Livestream gestartet für einen Anime, den sie anbieten, sodass man das quasi zeitgleich aus dem japanischen Fernsehen mitverfolgen kann, nur halt jetzt mit Untertitel. Es hat nicht ganz so super geklappt, also teilweise waren die Subtitles hier ein bisschen fehl am Platz oder versetzt oder auch nicht immer zur Stelle, also verbesserungswürdig, aber der Move kann auf jeden Fall gewertschätzt werden. Das war auf jeden Fall ganz cool, dass sie auch diese Ad-Breaks, also immer wenn Werbungen kamen, so ein bisschen unterlegt haben. Das war mal was anderes. Ich brauche es jetzt ehrlich gesagt nicht, also mich stört es jetzt auch nicht, wenn der Release auf Crunchyroll ein, zwei Stunden später kommt und sie das Ganze ganz normal als VOD-mäßig dann anbieten, die Livestream-Performance, wenn man dann halt eben die Subtitles nicht immer so anbieten kann und das ein gängiges Problem bleibt, würde ich dann eher nicht bevorzugen. Aber schauen wir einfach mal, ob das jetzt beibehalten wird, ob das später für andere Anime-Serien auch noch die Norm werden wird oder ob das Marketing hier bei Kaiju Number 8 eine Ausnahme bildet. Jedenfalls Kaiju Number 8, der nächste große Hype-Titel nach Frieren, nach Solo-Leveling. Wir haben in den letzten Tagen immer mal wieder darüber gesprochen, dass in diesem Jahr ja gar nicht so krass viele neue Berserker-Titel am Start sind, aber Kaiju Number 8 könnte da auf jeden Fall mit ins Schema reinfallen. Ich habe die erste Episode gesehen, die kommt heute, by the way, auch noch im deutschen Dub raus. Wir sprechen heute über die erste Episode und meinen Ersteindruck zu der Folge. Ich habe mir auch schon die Zeit genommen, vor der Folge das erste Kapitel zu lesen, um schon mal so einen kleinen Einblick zu bekommen, auf was lasse ich mich hier ein. Ich habe natürlich im Vorhinein immer mal wieder gehört, dass es so ein bisschen die One Punch Man, My Hero, Attack on Titan Richtung gehen soll, wobei bei Attack on Titan vermutlich eher nur diese Titan-Kaiju-Schiene und nicht eher das anspruchsvolle Richtung Plot oder Drama oder Mindgame, so, wenn ihr versteht, was ich meine, also dieses sehr, sehr anspruchsvolle Writing-technische, sondern mehr Richtung Battle-Shonen typisch. Und das hat man auf jeden Fall hier in der Folge gemerkt. Also, ich hatte in den ersten paar Minuten einen sehr, sehr starken AOT-Vibe. Weiß nicht, ob ihr das genauso gesehen habt. Diese Divisionen, die da reinkommen, diese Sicherheitsdivision, die am Ende nur sauber machen, da findet ja auch eine gewisse Unterteilung statt. Und der Main-Character will ebenfalls in diesen sehr, sehr krassen Trupp reinkommen, in den Aufklärungstrupp sozusagen, die dann halt die krasse Arbeit erledigen. Er ist jetzt leider nur in der Reinigungsabteilung, wenn man so möchte, und macht da die ganze Drecksarbeit weg. Da hätte ich jetzt eher nicht so Bock drauf, bin ich ehrlich. Er muss da sogar die Scheiße wegmachen und dann in den Darm rein und alles. Sehr interessant ist, dass dieser Anime sowohl auf Crunchyroll läuft als auch auf Twitter. Also wie gesagt, ein sehr, sehr weirder Fall hier. Die erste Episode, ich mach mal relativ schnell ein Fazit, hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Da bin ich ganz ehrlich. Also ich bin natürlich kein Manga-Leser. Ich weiß natürlich nicht, was hier passieren wird, aber ich muss sagen, das hat mich nicht so sehr gecatcht. Main Character ganz cool, ich fand das Ende auch ganz cool, also das war vielleicht das Einzige, was dann einen so ein bisschen bei Laune hält oder zumindest dafür motiviert, weiterzulesen oder weiterzusehen, aber overall gab mir das ein bisschen AOT-Vibes auf Wish bestellt. Ohne den krassen Plot, sondern mehr in Richtung Battle Shonen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich war mir auch ein bisschen unsicher. Eigentlich wollte ich den Ersteindruck auch nicht hochladen, weil ich nicht den Leuten jetzt irgendeinen Miesen machen möchte. Aber ich sag ehrlich, ich fand die Folge nicht so überkrass. Also
Weiß nicht. Ich lasse mich da natürlich gerne drauf ein. Ich werde auch die erste Staffel komplett schauen und vielleicht wird sich das im Laufe der Folgen machen. Aber für eine erste Episode war mir das viel zu wenig. Und ich fand sowohl Windbreaker als auch Ranger Reject beispielsweise tausendmal besser. Also das fand ich wesentlich interessanter, wesentlich krasser. Da hat mir jetzt Kaiju Number 8 an der Stelle wirklich fast gar nichts gegeben. Aber das ist ja am Ende des Tages Geschmackssache und das kann sich natürlich auch immer wieder ändern. Manche Titel brauchen einfach bei mir ein bisschen länger und für eine erste Episode reicht es dann manchmal eben einfach nicht. Also inhaltlich würde ich sagen, ist hier nicht wirklich viel passiert. Der Main Character hat am Ende noch einen dieser Kaijus verschluckt und ist jetzt selber zu einem Kaiju geworden, was interessant ist. Er wird jetzt vermutlich gejagt werden, also stellt sich dann wahrscheinlich auch ein Konflikt bald heraus und seine Kindheitsfreundin ist auf ihn angesetzt worden. Das hat man dann am Ende der Episode noch kurz gesehen. Ansonsten, er wollte das Versprechen einlösen oder er wollte zumindest mit ihr zusammen in diese Art Aufklärungstrupp rein, hat er nicht geschafft. Jetzt will er wieder reinkommen, weil die Regeln da irgendwie anders umgeändert worden sind. Und jetzt ist er halt selber ein Kaiju. Also es gestaltet sich natürlich ein bisschen schwierig. Muss man mal schauen. Sein Kollege, der ihn jetzt etwas ermutigt hat, nachdem er von ihm gerettet wurde, durch einen der Kaijus, durch einen der Angriffe, die in dieser Folge stattgefunden haben, der macht einen coolen Eindruck. Es können natürlich coole Charaktere sein, aber ich sag ehrlich, vom Design her und so weiter bin ich nicht wirklich überzeugt. Ich finde, das sieht ziemlich casual aus. Das gibt mir nicht wirklich was. Da fand ich andere Titel in der Season deutlich stärker. Zumindest was die erste Episode betrifft. Nagelt mich auf diesen Worten nicht fest. Es kann sehr gut sein, dass in den nächsten Episoden das Ruder komplett rumgerissen wird. Und ich aufgrund der Tatsache, dass ich das natürlich nicht genauer jetzt sagen kann, weil ich natürlich nicht aktuell bin oder sowas, einfach sich ändern kann. Bei Solo Leveling war das ja ähnlich. Ich fand die erste Folge von Solo Leveling auch etwas schwach, weil sie komisch gecuttet haben. Da hätten sie auch eine längere Episode einfach machen können. Da war ja dann die zweite Episode viel krasser als die erste. Und vielleicht ist es hier so ein ähnlicher Vibe. Ja, optisch ist das stabil, also da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber das ist halt nicht immer alles. So, inhaltlich hat es mich nicht so sehr abgeholt, Charaktere waren ziemlich in Ordnung, aber jetzt auch nicht wirklich, jetzt wo ich was sage, wow, das sticht jetzt besonders heraus oder sowas. Ja, keine Ahnung. Also, ich habe da natürlich auch nicht die höchste Erwartungshaltung. Ich denke mir halt, okay, das wird ein Hype-Titel vermutlich werden, dementsprechend will ich in gewisser Weise was sehen, aber ich habe jetzt auch nicht die JJK-Erwartung oder AOT-Erwartung, wisst ihr, wie ich meine? Also das ist natürlich klar. Also ich halte da schon so ein bisschen den Ball flach, aber ja, also mich hat es nicht so krass abgeholt. Ich hoffe, ihr versteht das ein bisschen und wir werden das einfach weiter verfolgen. Ich werde mal schauen. Also ich werde die nächsten Episoden schauen. Ich werde vielleicht mal ein Update bringen in den nächsten, weiß ich nicht, 5 bis 10 Episoden. Ich weiß nicht mal, wie viele Folgen hier jetzt die erste Season haben soll, ob jetzt 12 oder 24. Ich fand es aber cool und auch mal was anderes, was Crunchyroll sich hat einfallen lassen für diesen Start von Kaiju Number 8. Ja, inhaltlich hat es mich nicht so sehr abgeholt, aber lasst mir gerne mal eure Meinung dazu unten in den Kommentaren da. Denkt ihr, ich bin komplett auf den Kopf gefallen und das war ja die absolut krasseste Folge, die jemals existiert hat? Oder sagt ihr vielleicht auch, na, so krass war das jetzt nicht unbedingt und man wartet lieber ein bisschen ab. Ich warte ja sowieso ab, ich schaue mir ja sowieso alles an. Von daher, das wäre es dazu von meiner Seite aus gewesen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für den Support, würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was, haut rein und ciao!